Ja, jetzt muss ich mich beeilen. Ich saß jetzt die ganze Zeit hier, hab gefrühstückt und so. Jetzt kam ein Pärchen vorbei. Ich habe immer gesagt, dass sie mich nicht grüßen und so. Ein paar grüßen ja doch. Und die kamen jetzt vorbei, habe ich auch angequatscht. Er war der Erste, der auch so ein bisschen, ja, kann eigentlich ganz gut Englisch. Und dann sind sie nochmal zurückgekommen. Also er hat mir erstmal die Hand gegeben und Glück gewünscht und so. Dann sind sie zurückgekommen, haben gesagt, ich soll doch bitte vorbeikommen. Die wohnen gleich hier um die Ecke, um zum Kaffee. Das nehme ich natürlich auch an. Ja. Jetzt muss ich mich beeilen, muss hier nochmal in den See springen, mal kurz waschen. Und dann fahre ich dann dahin, haben mir gezeigt auf der Karte, wo sie wohnen. Ja, so geht's halt auch, gell? Ist halt nicht immer so wie gleich auf den ersten Blick. Vorhin kamen auch schon welche vorbei, haben wir gegrüßt. Also, wie schon gesagt, ein paar sind hier dabei. Aber manche sind halt immer so grimmig und naja. Aber jetzt fetzt wieder alles. Da will ich mal gucken, ob ich das Häuschen finde. Das steht nämlich im nächsten Dorf. Und das Wetter. Heute ist wieder richtig schön. Gestern bin ich ja noch mit Handschuhen rumgefahren, weil es zu kalt war. Eigenartig. Aber es ist eine schöne Gegend hier. Also irgendwie überall Seen. Das ist eigentlich schon wie Mecklenburg-Vorpommern. Auch ganz schön hügelig, wie schon gesagt. Das ist hier der baltische, was habe ich gesagt? Höhenzug? Irgend sowas. Nicht schlecht. Und die Nacht war natürlich sehr ruhig gewesen. Heute Morgen kamen die ersten Autos erst. Aber auch ein paar bloß. Die haben mich ja eh nicht gesehen und haben auch gar nicht gestört. Hier wird Acker bestellt gerade. Na gut, fahre ich erstmal dahin. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Also ich freue mich. So, ich nehme jetzt alles zurück, was ich bisher über Polen gesagt habe. Ich war jetzt genau geschlagen. Na, 30 Stunden bei dem Pärchen gewesen. Es gab nicht nur Kaffee, ich habe noch Essen gekriegt. Haben über alles Mögliche geredet. Hat sich auch herausgestellt, dass sie selbst gerade Reisen schon gemacht haben. Zum Beispiel auch Island. Da hat er auch bei YouTube ein Video hochgeladen, das werde ich mir heute Abend mal angucken. Ja, herrlich. Haben uns halt in Englisch versucht zu unterhalten, soweit wie es ging. Ja, ich bin halt ein bisschen perplex. Werden bestimmt auch jetzt ein paar Bekannte von mir fragen, was der Fix ist bei Fremden hingegangen? Freiwillig, ja? Die war mir heute Morgen so sympathisch, da ist auch gleich das Eis gebrochen. Das ist auch was ganz anderes. Ja, wie schon gesagt, meine Meinung hat sich revidiert. Und jetzt kann ich mir auch schon wieder fast einen Schlafplatz suchen. Ah, es war immer nur schön. Ich danke euch beiden nochmal für alles, gell? Jetzt habe ich in ganz kurzer Zeit eigentlich mehr Kilometer gemacht, als wir in 2 Tagen davor. Oder 3. Ja, bei so schönen Wegen geht das ja auch. Oder Straßen, hier ganz kleine Straßen, die ich rausgesucht habe, aber auch stellenweise solche Radwege, die ich vorher gewählt habe. Ja, wenn das so weitergeht, kann ich heute ein paar Kilometer machen. Ich sehe gerade hier unten einen nagelneuen Radweg, wahrscheinlich auch eine Bahntrasse, eine ehemalige. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die hinführt. Und die habe ich, glaube ich, gar nicht auf meiner Karte drauf. Wäre natürlich auch interessant, gell? Das, was ich momentan fahre, ist auch nicht schlecht. Das braucht meine Karte, aber ich glaube nicht, dass der eingezeichnet ist. Also auf mein Handy-App ist eingezeichnet. Muss bloß gucken, wie ich jetzt hier runterkomme. Der hört zwar irgendwie dann auf dem App. Zumindest ist er nicht weiter eingezeichnet. Ich könnte dann mal dann wieder auf die Straße abweichen und dann wäre ich wieder auf der Straße hier. Die ist auch nicht so sehr befahren. Würde einen ganz großen Bogen sparen. Aber irgendwo muss es hier mal runtergehen. Also der sah richtig neu aus. Ach man, ich habe doch einen Weg eingezeichnet gehabt hier. Wo ist denn der? Das ist schon fast wie eine Jungfernfahrt. Der ist richtig neu. Der Seitenstreifen ist kaum berührt. Uiuiui. Mal sehen, wie weit es geht. Da vorne bei der Brücke starte ich eben noch. Pflanzen auch gerade ganz frisch hier irgendwelche Sträucher an die Seite.
war eben schon so ein Auto, was gegossen hat. Ein paar einzelne Radfahrer sind auch unterwegs, die von hier kommen. Nicht schlecht. Ja, das Stückchen ist gebraucht, aber auch ziemlich neu. Ich bin mal gespannt, wie weit er mich jetzt bringt. Bis er hier aufhört, hä? Das wär's ja. Aber wie schon gesagt, die Straße ist ja auch nicht sehr befahren. Nee, er geht drüben weiter. Okay. Da steht doch was. Genau, da steht doch. Ich habe jetzt den Bahntrassenrad, will ich erstmal verlassen. Es geht nämlich ab 8:30 zu und suche mir jetzt einen Schlafplatz. Habe mir schon 3 Stellen rausgesucht. Und da gucke ich jetzt. Wird bestimmt wieder klappen, denke ich mal. Hat bis jetzt immer geklappt. Ist ja auch wieder viel Wald hier. Wir kommen jetzt 2 Seen. Und da wird geschaut, ob das klappt. Ja, der erste war schon mal nichts. Obwohl es bestimmt schön aussah. Ich habe eine große Hütte gesehen als einen großen Unterstand. Aber war schon wieder Autos da. Wahrscheinlich zum Angeln. Jetzt fahre ich weiter zum nächsten See. Hier geht es natürlich wieder auch bergauf und bergab. Und guck dort. So ein bisschen Schwedenfeeling will ich ja doch haben. Ich hätte mir normalerweise irgendwo im Wald knallen können, aber nee. Will ja morgen Wasser haben, morgen früh. Und dann gucke ich halt mal zum nächsten. Ja, es ist wieder fast dunkel. Und es war die letzte Stelle, die passend war. Bei der anderen waren auch welche. Das war auch wieder gleich an der Straße. Ich denke mal, die hätten auch nichts dagegen gehabt, aber ich denke mal, das ist die schönste sogar hier. Und die am meisten entfernt. Naja, so lassen sie auch hier. Ist glaube ich sogar ein Park, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, dann kann ich morgen früh wieder ins Wasser. Wie ist es hier überall, wenn man noch was erkennt. Und es ging nur ein schrecklicher Weg hierher. Bestimmt 1 Kilometer oder so. Denk mal, da habe ich ein bisschen Ruhe. Ja, hier mache ich meinen Mittag. Es ist zwar schon Nachmittag eigentlich, aber das ist meine Mittagszeit. War gerade noch einkaufen, Joghurt und so Zeug. Nur Süßigkeiten. Ja, auf der 15 befinde ich mich jetzt. Ich glaube, das erste Stück Radweg, was ich heute fahre, kam erstmal 10-15% Steigung auf den Schotter. Naja, was das hier ist, weiß ich heute nicht. Keine Ahnung. Ich habe es damit verbunden. Sieht aus wie ein Bahnradweg. Vielleicht ist es ja wieder das Anschlussstück, wo ich gestern drauf war. Ich weiß es nicht. Gestern war übrigens nicht ein einziges Schild da drauf. Wie schon gesagt, der war ziemlich neu. Ja, meine Kette muss ich ja wechseln. Alter Falter. Ja, es ist halt so. Nach 11.000 Kilometern. Ja, die hat jetzt, wann habe ich sie gewechselt? 4.500. Ja, der Rest davon ist auf der hier. Und die Schlammschlacht halt Februar, März, April.
Vorhin war eine Tafel, da stand was dran mit den drei Hügeln und dass hier ein Weinbauangebiet gewesen war. Und dass es eine Hochebene ist. Ja, irgendwie. Ich wollte es gar nicht glauben, aber ich bin wirklich jetzt so auf 200 Meter. Und der Bahntrassenradweg ist bis hoch gefahren. Jetzt ist er oben drauf. Jetzt geht es gerade. Überall auch wieder so ähnliche Shelterplätze mit Bänken, war sogar Lagerfeuer und sogar ein Grill irgendwo. Also manche Sachen haben sie schön gemacht hier, also kannst du gar nichts sagen. Ich weiß jetzt auch nicht so sehr, wie das halt genutzt wird oft. Oder ob man da auch pennen kann. Ich denke mal schon. Alleine würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, weil das meist so ein kleinen Orten dran ist und so. Oder an Straßen. Aber ich denke mal, das geht schon. Ja. Also von der Landschaft bin ich schon ein bisschen erstaunt. Ich habe echt gedacht, Polen ist flach, so wie Mecklenburg, Brandenburg, bloß ohne Seen. Aber wir kommen hier wirklich ganz viele Seen. Und ich bin hier schon ganz schön ein Stück gefahren. Ja, auch nicht schlecht. Das wäre wieder so ein Platz hier. Wie schon gesagt, an der Straße und so einem ganz kleinen Ort. Keine Ahnung, ob es hier jemand dran stört. Da ist nochmal eine ganz große Sitzecke mit Überdachung. Ja. Ist schon schön gemacht. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es heute mit Schlafen mache. Hier auf der ganzen Strecke wären natürlich überall Plätze. Weil es ist auch keine Sau unterwegs. Geschweige denn ein Fahrradfahrer. Und in 10 Kilometern wird auch wieder ein See kommen. Mit 5 Zeltplätzen. Offiziell. Davon hat keine einzige auf. Bloß in Sommerferien und so irgendwelchen Feiertagen. Und noch ein anderer See. Ah, das ist ja schon in 10 Kilometern. Das ist mir noch ein bisschen zu früh. Ich weiß auch nicht, wie weit ich jetzt den Weg hier folge. Naja. Er hat schon was finden. Haben sie erst 6:30 oder so, ja. Aber hier ist wirklich niemand unterwegs, gell. Da macht man nicht mal eine Feierabendsrunde oder so, wie man es bei uns kennt. So weit bin ich jetzt auch nicht gefahren. Ich will nicht hier im Dunkeln irgendwas suchen müssen. Obwohl gestern der Platz war ja wirklich optimal gewesen. Ich bin jetzt einfach von dem Weg runter, also von der Bahntrasse. Das ist hier der See. Da geht hier so ein kleiner Weg drumherum. Und hier ist so eine Stelle, wo sie mal Feuer machen. Bestimmt auch angeln und reinspringen und sowas. Und dann stelle ich mein Zelt hin. Erst mache ich mir noch was zu essen. Ist ja noch hell. Dauert noch eine Stunde, denke ich mal. Ja, dann ist das auch wieder ein schöner Platz. Echt viele Seen hier. Irgendwie wird das auch mit den Masuren verglichen oder hat sogar den Namen Masuren mit den kleinen Masuren oder sowas. Muss ich nochmal recherchieren. Da will ich mal weiter. Hier unten habe ich geschlafen, den Weg da runter, an den schönen See. Und es hat nichts mit Masuren zu tun, das war wahrscheinlich nur so ein Werbegag von den einen Campingplatz, der auch geschlossen war. Auf jeden Fall hat Polen nach Finnland die meisten Seen in Europa und das ist hier die Westpommerische Seenplatte, die auch nochmal aufgeteilt ist in mehrere Seenplatten. Habe ich alles gar nicht gewusst. Ich habe echt gedacht, hier sind bloß überall Felder und ja, Städte und sowas, aber eine richtig schöne Gegend. Könnte ich eigentlich noch länger bleiben, so wie es aussieht, aber es wird ja leider nichts.
Das hätte ich auch echt nicht gedacht mit den ganzen Seen. Ja. Richtig schön hier. Aber ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Jetzt kommt ja eine größere Stadt gleich als nächstes. Deswegen bin ich auch gestern nicht weitergefahren. Wer weiß, wenn ich da noch was gefunden hätte. Ja, bestimmt, aber es war ja optimal dort. Morgen habe ich schon ein paar Angler geweckt, so um 7 rum. Ich hab mich gewundert, wo die Stimmen herkamen. Die waren aber mit dem Boot auf dem See unterwegs. Und die haben mich so ein bisschen umkreist. Da kam noch ein Radfahrer, mit denen habe ich kurz gesprochen. Jetzt eben kamen auch noch ein paar Angler. Da bin ich jetzt aber verschwunden. Wollt ihr gleich los. Und jetzt suche ich erstmal einen Kaffee. Ja, Kaffee gab es irgendwie nicht. Zumindest nicht auf der Strecke, wo ich die Stadt durchquert habe. Nur so eine Schleckeisdiele. Ja. Der Rest war zu halt. Auf jeden Fall habe ich erstmal Brot geholt. Das habe ich mich gestern vergessen. Heute Morgen gab es noch ein süßes Frühstück. Und da werde ich jetzt mir erstmal ein Plätzchen suchen, wo ich nochmal was essen kann. Ich habe einen Knacker geholt. Krakauer oder wie das hier heißt. Und es ist auch ganz schön viel Verkehr. Es ist nämlich Samstag. Da sind sie wieder alle unterwegs. Ich denke mal, die fahren jetzt auch alle zu den Seen hin. Und die Stadt eben war, glaube ich, Falkenberg, zumindest heißt es so auf Deutsch. Das Polnische ist ja nicht so meins, was ich aussprechen kann. Ja, und in dem kleinen Laden, wo ich eben einkaufen war, also habe ich bestellt. Auf die Wurst habe ich noch gezeigt. Und bei dem anderen habe ich meine russische Kette noch mal rausgeholt. One chleb, please. Also das heißt Brot. Weil die haben ja auch hier früher Russisch gelernt und ich denke mal, im Polnischen heißt das vielleicht sogar das gleiche oder so ungefähr. Das hat sie verstanden. Da brauche ich nichts zeigen. Und ich habe immer noch kein Plätzchen hier. So, der Allesverbrennerofen ist erstmal gestopft für die nächste Zeit. Und fahre erstmal ein Stück weiter. Jetzt müssten wieder ein paar Seen kommen, glaube ich. Und das Wetter. Heute Morgen war es noch richtig kalt. Ich wollte mich jetzt gar nicht am See waschen. Hab's ja dann doch gemacht. Das Wasser war relativ warm sogar. Und jetzt scheint die Sonne. Habe ich erstmal das Solarpanel wieder rausgeholt. Weil die ganzen Akkus sind leer. Fast. Da ist auch wieder so ein Radzeichen. Echt schön hier. Kaum befahrene Straßen. Ja, die Wege der letzten paar Tage waren doch gar nicht so schlecht. Ich bin hier mitten im Militärgebiet. Und vorne, wo es reinging, stand schon überall Betreten verboten, Reinfahren verboten. Aber hier geht auch der Radweg lang. Ich bin jetzt einfach rein. Hier ist auch wieder ein schöner See. Bin ja schon etlichen vorbei, aber nicht direkt. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier komplett durchkomme. Nicht, dass sie mich rausholen. Ja, das ist ein ganz schön großes Gebiet. Es führen aber auch mehrere Straßen durch, so kleine. Und sind auch wahrscheinlich so ein paar kleine Orte drin. Ein paar Autos sind auch lang gefahren. Hab vorhin extra nochmal das Radschild fotografiert, falls mich einer anhält. Ich muss ja jetzt hier lang. Ich bin immer noch im Militärbereich. Hier kam noch ein See. Ich dachte, ich könnte mal ranfahren und reinspringen, aber es bietet sich nicht so richtig an. Und was mir auffällt, es liegt überall an diesen Stellen Müll. Mann, die fahren doch auch hierher, weil sie es schön haben wollen. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so assi, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Sieht ja nicht so aus, als ob man es verloren hätte. Das ist wirklich bewusst liegen gelassen. Aber es wäre auch eine gute Stelle zum Wildcampen, aber ist noch viel zu früh. Ich gucke jetzt aber schon mal, wo ich ungefähr hin könnte. Ja, ja, es ist ein Radweg. Ich fahre jetzt hier auf die Grünstreifen. Das geht gar nicht.
so schön wie auch mal ein Zeltplatz ist. Aber so richtig ist es nicht meins. Überall klingt schreckliche Musik. Naja, es ist aber auch Samstag, die wollen halt auch mal was machen hier, gell? Ah, ich habe in meine Ecke. Und gehe auch gleich in die Eier. So ein schlechter Platz war es gar nicht. Vorne ist ein Schwänchen, Entchen, hinter mir Frösche. Steht halt ein bisschen scheppert da, aber ist nicht so schlimm. Und hergehen ging halt natürlich nicht rein, das ist ja klar bei Sand, aber er steht hier von alleine. Deswegen habe ich mir extra so ein Zelt rausgesucht. Da habe ich das erste ominöse Radschild. Ohne Namen, ohne irgendwas, einfach bloß Richtung. Ach, du kannst auch nicht so stehen bleiben. Das ist beim Schieben ganz schlimm. Hier gibt es wirklich schon wieder tausende von Mythen.
Ja, das war's auch schon wieder. Also dann bis zum nächsten Teil. Da ist auch wieder Ton mit dabei. So ein bisschen. So richtig funktioniert sie immer noch nicht.